Wir sind im Herzen der Wachau, in Weißenkirchen in der Wachau, der einzige Ort, der als Zusatz im Namen in der Wachau tragen darf. Vom ersten Moment an war das meine zweite künstlerische Heimat. Jedes Mal, wenn ich da von der Autobahn herkomme, dann sehe ich Göttweig und die Donau. Da geht mir das Herz auf. Und ein solcher Zauberort wie die Wachau schreit natürlich nach einem so opulenten Festival, wie sich diese Spiele eben jetzt inzwischen gemausert haben. Mein Vorgänger als Intendant hat im Jahr 2000 diesen Spielort entdeckt. Und ich durfte dann im Jahr 2005 selbst die Intendanz hier übernehmen. Es ist geradezu beglückend, dass es das in der Form gibt. Und das hat eine wahnsinnige Atmosphäre und es ist ja Urgestein hier. Und da kann man auch so Urgesteinskomödien spielen. Wir suchen uns Stücke aus, die von den Gegebenheiten perfekt in den Rahmen des Theisenhofer Hofs passen, die Freilichttheater geeignet sind. Die inszenieren wir in einer Weise, das Wort, den Sinn des Dichters oder Schriftstellers zu lassen und setzen einfach unsere persönliche Wachauer Note drauf. Das Stück, was natürlich wie kein zweites in die Wachau passt, das ist der Hofrat Geiger. Wir versuchen mehrere Bereiche, Interessensgebiete des Publikums vielleicht zu finden, indem wir einerseits Stücke von Molnar anbieten, auf der anderen Seite aber auch wieder sehr volkstümliche wie Der verkaufte Großvater. Und dann ist wieder mal eine wirkliche saukomische Komödie mit viel Musik und Tanz und Choreografie, wie wir letztes Jahr zum Beispiel Die drei von der Tankstelle. Diese Abwechslung macht es, glaube ich, aus. Wenn es auch ernst ist, aber es ist immer irgendwie Humor dabei. Und das ist auch nicht unwichtig. Eine der Elixiere des Lebens generell. Ohne Humor gibt es gar nichts. Man merkt gar nicht, was alles passiert in dem Stück vor lauter Lachen. Und dann geht man raus und wow, da hat sich viel getan. Das ist immer so dieses zwinkernde Auge auf jeden Fall dabei. Wenn ich hier auf der Bühne stehe, dann ist das für mich ein Glücksgefühl. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Sie immer wieder hier zu Gast haben kann. Die Leute spüren Authentizität, die spüren alles. Die spüren auch, wenn ein Ensemble gut harmoniert. Und das ist hier jedes Jahr der Fall. Das Team, das hier ist und die Schauspieler, die hier öfters auch wieder spielen, spielen gerne hier, spielen mit Herz hier und mit dem Team einfach gut zusammen. Und das merkt man, glaube ich. Wenn man dann noch ein Glas an Wein trinkt, es ist alles so stimmig hier. Das Ambiente, das Flair, die Bögen und mittendrin ist Theater und so ein Leben. Es ist dann für 2 Stunden pure Magie. Also ich würde nicht spielen, ich würde zuschauen kommen. Landschaft, Essen, Trinken, das soll ein einmaliges Erlebnis sein und darauf wollen wir den Leuten Lust machen. Das ist das Gesamtpaket, das ist einfach anreisen, hier übernächtigen in Weißenkirchen, einfach mit der Familie da zu sein und ein gutes Achterl Wein trinken. Es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Wer schaut schon ins Paradies? In der Wachau schaut man ins Paradies. Wir machen Theater für alle. Und alle, die sich hier nicht nur amüsieren wollen, einen niveauvollen Theaterabend erleben wollen, der zum Erlebnis wird, zusammen mit Kulinarik und einer wunderbaren Landschaft, die sind bei uns genau richtig.